Hallöchen! Heute mache ich wieder einen Tag für euch und zwar den Not a Booktube Newbie Tag. Den habe ich bei Caro von Caros Büchern gesehen und habe mir gedacht, ja, den möchte ich auch machen. Wir starten auch gleich durch mit der ersten Frage. Wie alt ist dein Kanal? Mein Kanal ist zum jetzigen Zeitpunkt circa 1,5 Jahre alt und ja, ich finde das sehr schön. Also ich bin nicht mehr ganz frisch neu dabei, aber so lange wie manch ein alter Hase auch noch nicht. Zweitens, welche Videos drehst du am liebsten? Ich drehe am allerliebsten Lesemonate, weil ich da einfach nochmal über die Bücher etwas erzählen kann, nochmal für mich reflektieren kann, welche fand ich gut, welche fand ich nicht so gut, wie ist insgesamt so der Monat verlaufen, wie viel habe ich gelesen. Weil mir manchmal gar nicht bewusst ist, wie viel, wie wenig ich lese und wie mir auch so manch ein Buch im Vergleich zu den anderen im Monat gefallen hat. Welchen Rat würdest du einem neuen Booktuber geben? Ist die dritte Frage und das finde ich sehr schwierig, denn ich denke, jeder hat da seinen eigenen Weg, den er finden und gehen muss. Und natürlich ist das, was so ziemlich jeder rät, sehr sinnvoll und wichtig, und zwar, dass man selbst bleibt, dass man freundlich, offen, sympathisch versucht, das Ganze zu gestalten, seinen eigenen Stil hat, sich nicht beeinflussen lässt von anderen, ja, und auch Mut hat, neue Formate zu kreieren und die dann für sich zu etablieren. Die vierte Frage, welche Herausforderungen gab es für dich auf YouTube? Auf YouTube würde ich behaupten, relativ wenige, abgesehen von so ein paar technischen Dingen, die ich, ja, wie soll ich sagen, über die Zeit gelernt habe, herausgewonnen habe. Das hatte nicht nur mit YouTube zu tun oder mit der Plattform an sich, sondern auch mit meinem Laptop. Ja, ich sag mal, da hatte ich so ein paar kleine Problemchen zeitweise, auch immer noch ab und zu, die aber immer wieder einfach, ja, mich feststellen lassen, dass ich das irgendwie hinkriege und dass ich das machen möchte und mir zeigen, wie gerne ich das mache, denn dann, deswegen setze ich mich damit dann auseinander. Abgesehen von diesen technischen Dingen würde ich behaupten, habe ich jetzt keinerlei größere Herausforderungen gehabt. Das war eher mein privates Erleben, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mehr Videos machen oder andere Videos kreieren, aber im Moment in meinem Leben einfach weder die Zeit ist, noch der Raum ist, andere Videos zu machen oder die ein bisschen, ja, noch aufzuwerten, noch zu aufzupolieren sozusagen oder noch andere Aufnahmen, andere Formate zu entwickeln. Das Ganze, denke ich, kommt mit der Zeit und wenn man sich da ein bisschen Ruhe lässt und Zeit gibt, kann man das mal an einem ruhigen Wochenende, was sehr selten ist, umsetzen oder vielleicht auch mal während der Urlaubszeit. Fünftens, welches tolle Buch hast du aufgrund einer Empfehlung auf BookTube gelesen? Das ist ganz schwierig für mich, denn ja, es gibt so viele. Ich möchte mal eins rausgreifen, das für mich erstmal nicht besonders daher kam. Abgesehen vielleicht vom Titel, und dass ich viel zu lange bei mir stehen hatte und nicht gelesen habe. Und zwar geht es mir dabei um Lieblingsmomente von Adriana Popescu. Das stand viel zu lange bei mir und ich habe es nicht gelesen. Es war keine explizite Empfehlung oder jedenfalls könnte ich mich an keine mehr erinnern. Ich habe einfach mal danach gesucht und habe festgestellt, das finden alle toll. Warum hast du es eigentlich noch nicht gelesen? Und habe es dann eben doch mal zur Hand genommen im letzten Jahr und bin begeistert davon. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass ich sage, das hätte ich jetzt so vielleicht noch länger aufgeschoben und hätte gedacht, ach, so besonders wird es schon nicht sein. Das ist halt eins von vielen, so ein bisschen ist es aber überhaupt nicht. Und dementsprechend ist das jetzt mal ein Beispiel, das ich gerne rausgreifen möchte. Und natürlich hat sich oder orientiert sich ganz oft mein Geschmack, meine Wunschliste daran, wie das jemandem gefallen hat und ob das gut ankam bei vielen oder ob das zu kritischen Lauten geführt hat. Vielleicht aber auch gerade deswegen greife ich dann mal zu einem Buch, weil ich herausfinden möchte, wie ich es finde. Als Negativbeispiel möchte ich kurz anführen das Buch von Anna McPartlin, Die letzten Tage von Rabbit Hayes. Ich habe dieses Buch gelesen im vorletzten Jahr, soweit ich weiß, und ich habe es nur gelesen, weil alle begeistert waren. Und es waren, soweit ich wirklich weiß, zu dem Zeitpunkt absolut alle begeistert. Ich kann es heute nicht mehr nachvollziehen und ich habe gemerkt, ich sollte da auch ein bisschen auf mich und auf meine Intuition hören, denn ich habe dieses Buch gelesen, das waren über 400 Seiten und ich habe es schrecklich gefunden, um es mal milde zu
beschreiben, denn für mich war es einfach nicht das Richtige und ich habe da ziemlich viele Kritikpunkte dran gefunden und habe es, glaube ich, damals gar nicht so konkret formuliert im Lesemodell oder in der Rezension. Aber es war für mich wirklich auch im Nachhinein noch ein furchtbares Buch und da kann ich oder konnte ich auch damals dann nach Beendigung des Buches nicht feststellen oder nicht behaupten, das war jetzt eine tolle Empfehlung, die ich aufgrund von BookTube gelesen habe. Ohne BookTube hätte ich vielleicht nie dazu gegriffen, das weiß ich nicht genau, aber ja, das ist dann schwierig, das herauszufiltern. Oder muss man erst lernen, was man herausfiltert und was für einen gut sein könnte, was einem wirklich gefallen könnte und was nicht. Sechstens, was magst du am liebsten an BookTube? Ich mag natürlich, dass sich ganz viele Menschen unter einem Hut, sag ich mal, versammeln und alle die gleiche Begeisterung haben, nämlich das Lesen. Das Lesen klingt erstmal so, ja, es ist ein normales Hobby, wie wenn jemand gerne Fußball spielt oder gerne am PC spielt oder gerne fotografiert. Nein, ich finde, das Lesen ist nochmal anders, denn das Lesen, man kann zumindest durch das Lesen viel lernen, man kann viel Neues entdecken, neue Welten, man kann in Geschichten ein- und abtauchen, wieder auftauchen und ein neuer Mensch sein. Man kann ganz viel Inspiration daraus schöpfen, finde ich. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Art und Weise, sich mit verschiedenen Geschichten, Ideen auseinanderzusetzen und diese zu erfahren. Siebtens, welche Newbies schaust du gerne? Ja, ich habe jetzt mal alle rausgesucht, die ich gerne schaue. Das sind natürlich nicht nur Newbies, das sind sogar, glaube ich, größtenteils eher keine Newbies. Aber die möchte ich euch einfach alle mal kurz vorstellen. Und zwar Caro von Caros Bücher natürlich. Wie gesagt, sie schaue ich sehr, sehr gerne und eigentlich schon die ganze Zeit, die ich hier unterwegs bin auf BookTube. Lea von Liberiarium. Herrlich, fröhlich, spritzig, sehr unterhaltsam, super lustig mit ihrem Fandom-Geschmack und ja, ihrer übersprudelnden sympathischen Art und Weise. Tasmin von Tasmeto, ich liebe ihre Videos, sie hat so eine ganz eigene Art, eine ruhige Art an sich. Andererseits kann sie sich wunderbar über Themen echauffieren, die, wobei ihre Meinung oder ihren Geschmack kann ich sehr gut verstehen und respektieren und bin ich sehr beeindruckt über ihre Courage, die sie da an den Tag legt. Cindy von Cinderellas Traumwelt, mit ihr habe ich mich schon viel über Bücher ausgetauscht. Ihr Tipps gegeben, sie hat mir welche gegeben, ja, finde ich sehr schön. Christina von Chrissys Bücherlabyrinth, von ihr wurde ich ganz arg angefixt, vor allem zum Drachenmond Verlag und zur Princess in Love Reihe. Mona von Bücherwunder, sie macht herrlich qualitativ hochwertige Videos mit auch tollen Inhalten, tollen Büchern, sehr, sehr lehrreich, sehr, sehr interessant. Sarah von Bookmarkt, auch hohe Qualität, tolle Bücher, die sie vorstellt. Jana von Babes 2309. Sie ist so auf der Ebene total sympathisch und kann mich auch für Bücher begeistern, die ich gar nicht im Blickfeld habe. Natürlich darf nicht fehlen Anka von Ankas Geblubber. Ich durfte sie letztes Jahr persönlich kennenlernen und ich habe mich riesig gefreut. Sie ist im wirklichen Leben genauso herzlich, übersprudelnd und sympathisch, unfassbar, richtig, richtig tolle Persönlichkeit und ja, ich hoffe, ich darf sie auch bald nochmal treffen. Und natürlich schaue ich sehr gerne Adriana Popescu und Anne Freitag, in dem Fall Autorinnen, nicht klassische BookTube-Kollegen sozusagen. Ja, und die letzte Frage ist, welche anderen BookTuber möchtest du taggen? Und genau diejenigen, die ich genannt habe, möchte ich taggen. Ich bezweifle, dass Adriana Popescu und Anne Freitag diesen Tag machen. Und auch bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher, wer den schon gemacht hat. Aber all diejenigen, die ich aufgezählt habe, möchte ich taggen und ich freue mich auf deren Antworten. Das war es schon mit dem Tag und ich freue mich, wenn ihr euch das nächste Mal wieder dazu entscheidet und mit einschaltet. Und lasst mir ruhig einen Kommentar auch mal da. Ich beantworte diese gerne und lese diese gerne. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.
Tschüss.